Also ich werde mich ganz bestimmt nicht vor das Las Vegas-Schild stellen und ein Foto machen. Dinge, die man in Las Vegas nicht sagt. Ich habe extra mehr Geld eingepackt, um es hier in Vegas zu verlieren. Ich möchte nicht in den Stripclub gehen. Ich möchte aber in die Tittenbar. Nein. Doch. Na gut, wenn's sein muss. Ja, die Mama möchte in den Stripclub. Auf geht's. Na gut. So, Sohnemann, los geht's jetzt. So, die Kinderchen, die sitzen alle im Auto, die hole ich jetzt hier mal raus, ne? Weil Vegas ist ein 1A-Reiseziel für Familien mit Kindern. So, kommt ihr 10! Chantal, Cedric, Kevin, Jacqueline, Shania oder so. Kommt jetzt! Bei der hässlichen Aussicht hätte ich den Vorhang zugemacht. Boah, wo sind denn hier die billigen Nutten? Was in Vegas passiert, das poste ich auf Facebook. Die Hochzeit war natürlich komplett geplant und wir waren vollkommen nüchtern. Forever in love. Wo ist mein Mann? Ist er jetzt schon abgehauen oder was? Geil. Endlich wieder mein ganzes Vermögen verzockt. Hammer. Klar, ich bin gestern ganz früh ins Bett gegangen, damit ich heute ganz früh aufstehen kann, um den Tag nutzen zu können für Kultur und die Stadt anzugucken und shoppen zu gehen und so. Das macht man doch in Las Vegas. Ich wüsste gar nicht, was man hier sonst machen sollte, oder? Ja, ich bin nach Las Vegas gekommen, um... 3, 2, 1, go! Muckis aufzupumpen, ne? Trainieren, ne? Seit 25 Jahren mache ich das und natürlich in Vegas auch. Glücksspiel ist mir viel zu unsicher. Ich gucke mir lieber die schöne Landschaft an. Heute läuft's richtig gut. Ja, das ist gut. Cool. Der war gut. Mann, wir haben so einen geringen Stromverbrauch in Vegas. Super. Ich verbringe den ganzen Tag nur in der Natur. Ich lasse mich in der Wüste bräunen, genieße die Umgebung und man kommt so richtig runter und entspannt. Ich bin mit dem Privatjet angereist. Nicht verstehen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher es ist. Ich bin am Ende meines Urlaubs und habe noch voll viel Geld übrig. Money, money, money. Hat's euch gefallen? Dann gebt einen Daumen nach oben. Checkt unbedingt Chris' Channel aus. Vielen Dank an Chris. Abonniert Chris. Und abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, wir haben keine Frage. Es ist einfach keine Frage eingefallen, die wir euch stellen könnten. Deswegen schreibt jetzt in die Kommentare, was euch genau jetzt in den Kopf kommt. Tschüss. Wisst ihr, was das für ein Zeichen ist? Vegas. V wie Vegas.